Okay, suchen wir lieber das Weite. Ach, wisst ihr was? Tod den Ogern. Ja. Arquatus. So, 4 Wunden hast du schon mal. Der Oger gibt keine Erfahrung. Okay, dann ziehen wir weiter. Lassen wir die Oger da Oger sein. Ach, jetzt sind die Oger hinter uns her. Okay. Das bin ich. Für Ardo. Es tut mir um die ganzen Wölfe irgendwie leid. Fellfetzen und Wolfsfell. Eine sehr interessante Begegnung. So. Hier ist ein Fragezeichen. Warum steht irgendwo hier rum? Fex, wenn ihr damit den ursprünglichen Grund meiner Reise meint, so habt ihr recht. Leider hat es sich ergeben, dass ich doch noch eine Zeit lang hier bleiben muss. Okay, er hat was Neues zu sagen. Hängt es vielleicht mit der Nachricht des Grafen Grovin zusammen, die ihr erhalten habt? Das tut es allerdings. Aber woher wisst ihr davon? Ich habe die Söldner Gunther und Hügelbold getroffen. Sie erzählten mir davon. Diese Plaudertaschen. Ich hoffe nur, dass sie sonst niemandem davon erzählt haben. Die Angelegenheit unterliegt strengster Geheimhaltung. Das glaube ich kaum. Ich kenne die beiden schon länger und halte sie für verschwiegen. Das wäre jetzt ohnehin nicht mehr zu ändern. Nichtsdestotrotz werden sie von mir noch einiges zu hören bekommen, wenn ich wieder nach Ferdok zurückkomme. Wenn auch immer das sein mag. Gibt es Schwierigkeiten? Bei den Zwölfen, das könnt ihr laut sagen. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, lasst es mich wissen. Das könnt ihr vielleicht wirklich, Drachentöter. Die Angelegenheit ist, wie soll ich mich ausdrücken, etwas heikel. Versprecht mir, dass ihr mit niemandem darüber sprechen werdet. Ihr habt meine Antwort. Dann hört zu. Es geht um Folgendes. Vor einiger Zeit ist des Grafen Schmiedehammer gestohlen worden. Wie ihr vielleicht wisst, verbringt Grovin seine Freizeit gerne in seiner eigenen Schmiede, um dort seiner Leidenschaft zu frönen. Ja. Aha, aber was hat das mit Morelosch zu tun? Oder hält sich der Liebe etwa hier auf? Nein, nein. Natürlich nicht. Kein Zwerg würde einen anderen Zwerg bestehlen. Es geht doch gar nicht um den Dieb, sondern darum, dass Graf Grovin einen neuen Schmiedehammer bekommt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass dem Grafen nicht daran gelegen ist, dass der Diebstahl allgemeines Tagesgespräch wird. Sein Ansehen würde dadurch beträchtlich sinken. Ich habe leider keinen Spielehammer dabei, den ich euch überlassen könnte. Das ist auch nicht nötig. Wie ihr vielleicht wisst, ist Graf Grovin selbst ein Meister der Schmiedekunst. Und als solcher würde er sich niemals mit einem gewöhnlichen Hammer zufrieden geben. Es hat wohl etwas mit irgendwelchen uralten Ritualen zu tun, die beim Schmieden strengstens eingehalten werden müssen. Ich verstehe, aber wie kann ich dann helfen? Schmied Kulorax war bereits so freundlich, sich bereit zu erklären, einen neuen Hammer anzufertigen. Der Graf besteht allerdings darauf,
dass dem Hammer noch eine Sonderbehandlung zuteil wird. Es gibt oben auf dem Berg Drakensang in der Nähe des Malmarsrom eine kleine Höhle. Und darin befindet sich ein kleiner Lavasee. Der Hammer muss kurz in die Lava getaucht werden und anschließend mit Wasser abgelöscht werden, das zuvor von einem Priester des Angrosch geweiht wurde. Mir ist leider immer noch nicht ganz klar, wie ich euch dabei helfen kann. Es kann doch nicht so schwer sein, kurz zum Berg zu reisen und die Höhle aufzusuchen. Ist es auch nicht. Nur wäre es sehr auffällig, wenn ich die Reise unternehmen würde. Das gleiche gilt für das Weihwasser. Wenn ich zu Xolgorax ginge und ihn bete, das Wasser zu weihen, würde er mit Sicherheit sofort argwöhnisch werden und wissen wollen, wozu ich es brauche. Und einen Geweihten würde ich nur äußerst ungern belügen, wenn er meinen Worten überhaupt Glauben schenkt. Bei euch sehe die Sache ganz anders aus. Ich glaube kaum, dass jemand Verdacht schöpft, wenn ihr das Weihwasser besorgt und zur Höhle reist. Jetzt sehe ich, worauf ihr hinaus wollt. Sehr schön. Werdet ihr die Sache für mich erledigen? Sollten wir. Wir sind für den Diebstahl ja verantwortlich. So indirekt. Aber natürlich, gebt mir den Hammer, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Halt! Nicht so schnell. Ich habe den Hammer noch nicht. Hier habt ihr ein Fläschchen mit Wasser. Während ihr es weihen lasst, kümmere ich mich um den Hammer. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ja, okay. Ein Hammer für Grovin, ja. Gerling hält sich im Morolosch auf, um einen neuen Schmiedehammer für Graf Grovin zu besorgen. Allerdings besteht der Graf darauf, dass der Hammer noch eine Sonderbehandlung bekommt. Ihr habt Gerling versprochen, mich der Sache anzunehmen. Für das Ritual wird ein Fläschchen mit Wasser, das von einem Angroschpriester geweiht wurde, benötigt. Ich sollte mit Hohepriester Xolgorax sprechen und hoffen, dass er mir helfen wird. Hi, Arum. Angrosch zum Gruße. Schön, euch wiederzusehen. Was führt euch in unsere bescheidenen Hallen? Seid gegrüßt, Arum. Leider sind die Umstände, die mich nach Morolosch geführt haben, nicht sehr erfreulich. Was sagt ihr da? Worum geht es? Mir ist es gelungen, in Ferdok einen Rauschkrautschmuggelring auszuheben. Im Auftrag von Vogt in Dariana gehe ich weiteren Spuren nach, die mich hierher geführt haben. Habt keine Scherze mit mir. Rauschkrautschmuggel in Morolosch? Ausgeschlossen. Ihr müsst euch irren. Leider ist es wirklich so. Uns ist ein Notizbuch mit einer Liste von Rauschkrauthändlern im Kosch in die Hände gefallen. Neben wird ein gewisser Hamralgash in Morolosch erwähnt. Ihr kennt ihn nicht zufällig? Natürlich kenne ich Hamralgash. Genau genommen kenne ich sogar zwei mit diesem Namen. Es handelt sich dabei um Vater und Sohn. Aber dass einer von den beiden ein Rauschkrauthändler sein soll, kann ich mir wirklich nicht denken. Die beiden sind über jeden Zweifel erhaben. Könnt ihr mir etwas über sie erzählen? Hamralgash der Ältere, wie wir ihn nennen, ist ein angesehener Händler, der die in der Nähe gelegenen Orte mit zwergischen Erzeugnissen versorgt. Sein Sohn, Hamralgash der Jüngere, hilft ihm häufig dabei. Okay. Natürlich ist er als Geschäftsmann stets auf seinen Vorteil bedacht. Aber welcher Händler ist das nicht? Ich verstehe. Und der Sohn? Nun, über ihn kann ich euch leider nicht allzu viel berichten. Wie alle jungen Zwerge ist er manchmal etwas ungestüm, aber das ist nur eine Phase, die auch wieder vorübergeht. Ich würde trotzdem gern mit den beiden reden, wenn ihr nichts dagegen habt. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Aber natürlich. Hamralgash hat sein Konto in der Nähe des Eingangs zum Thronsaal. Danke für die Auskunft. Ich bin mir sicher, dass sich eure Vorwürfe als haltlos erweisen werden. Aber dennoch, haltet mich bitte in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden. Ja. Also, wir gehen jetzt erst einmal das Wasser weihen und dann gucken wir uns das Kontor an. Dumm-di-dumm-di-dumm, weil Xolgorax ist garantiert wieder immer noch im Thronsaal. Sprich mit Pins Arum. Ich habe mit Arum gesprochen. Er hat mir den Weg zum Kontor des Hamralgash gezeigt. Das Konto des Hamralgash. Es gibt zwei Zwerge mit dem Namen Hamralgash in Morolosch. Ein Händler und sein Sohn. Ich sollte das Konto des Händlers aufsuchen und mit ihm reden. Ihr wollt sich... Ja, ich möchte erstmal in den Thronsaal. Da seid ihr ja wieder. Wie kann ich euch helfen? Abend, dann würdet ihr mir wohl das Wasser in diesem Fläschchen weihen. Aber ja doch, wenn es nicht mehr ist.
Nehmt es als meinen Dank für die Dienste, die ihr Murolosch erwiesen habt. Darf ich fragen, wofür ihr das Wasser benötigt? Es ist für Wirwosch, den Verwalter meines Anwesens in Ferdok, gedacht. Ein guter Freund bat mich, es für ihn zu besorgen. Aha, so ist das also. Kann ich noch etwas für euch tun? Im Moment nicht, gehabt euch wohl. Mhm. So, ich habe das Wasser. Xorgorax hat mir ein Fläschchen Weihwasser übergeben. Das Weihwasser habe ich schon mal. Ich soll jetzt zu Gerling zurückkehren und den Hammer abholen. Und dann in die Höhle. Dort vom Feuerelementaren gefressen werden. Jedenfalls gehe ich davon dicke aus. Oder einem Magma-Golem. Wollt ihr den oder hinterbliebenen Echsenmenschen. Irgendwas wird in dieser Höhle sein. Habt ihr das Weihwasser bekommen? Ja, hier ist es. Wunderbar. Der Hammer ist auch fertig. Ich habe ihn soeben bei Kulorax abgeholt. Hier habt ihr ihn. Kommt bitte wieder, wenn ihr alles erledigt habt. Dann auf bald. Ja, Bereich Berg Drakensang ist jetzt zugänglich. Zum Malmasum. Ich habe das Weihwasser und den Spieldarm. Jetzt muss ich damit zum Malmasum, um in einer Höhle das Ritual durchzuführen. Okay. Machen wir, ist kein Problem. Jetzt aber erstmal hier in dieses Konto. Oder ist es doch da oben irgendwo? Ich glaube, das ist da oben. Aber hier oben ist nichts. Hä? Thronsaal. Ach doch, hier. Ja, der Ältere und der Jüngere. Nee, ich sollte erst mit denen reden, bevor ich hier rumschnüffel. Am besten mit dem Älteren. Vortumle Hortemosch, wie kann ich euch zu Diensten sein? Seid gegrüßt, ich bin bei Nuja. Euer Name ist mir wohl bekannt. Wir Angroshim stehen ob eurer Taten tief in eurer Schuld. Aber sprecht, was kann ich, der ich nur ein bescheidener Händler bin, für euch tun? Es ist mir gelungen, in Ferdok einen Rauschkrautschmuggling auszuheben. Vogtindarianer vom Ferdok hat beauftragt, diese Sache weiterhin zu ermitteln. Hinweise in einem Notizbuch, das ich bei den Schmugglern gefunden habe, haben mich nach Murolosch und Zeug geführt. Verstehe ich euch richtig? Ihr verdächtigt mich, in eine so schändliche Sache wie Rauschkrautschmuggel verwickelt zu sein? Ich weiß nicht, seid ihr? Etikette Kletis, bitte versteht mich nicht falsch. Euer Name steht in diesem Notizbuch. Deshalb bin ich zu euch gekommen. Ich versichere euch, dass ich nichts mit dem Schmuggel zu tun habe. Aber wie kommt dann euer Name in dieses Notizbuch? Das kann ich euch leider auch nicht erklären. Es kann, nein, es muss sich um einen Irrtum handeln. Euer Sohn heißt ebenfalls Hamragash. Vielleicht ist er ja gemeint. Kangrosh Garashmox! Erst beschuldigt ihr mich und jetzt auch noch meinen Sohn! Aber sprich selbst, mein Sohn. Hast du etwas mit diesem unsäglichen Rauschkrautschmuggel zu tun? Natürlich nicht, Vater. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Da hört ihr. Weder mein Sohn noch ich sind in diesem Schmuggel verwickelt. Wenn ihr mich erst entschuldigen würdet, ich habe noch zu arbeiten. Okay. Das Konto des Hamragash. Ich habe mit Hamragash und seinem Sohn gesprochen. Beide behaupten nichts mit dem Rauschkrautschmuggel zu tun zu haben. Ich sollte noch einmal mit dem Händler Hamragash sprechen. Vielleicht erlaubt er mir, mich hier in seinem Konto umzusehen. Sprecht mit meinem Vater, wenn ihr etwas wissen wollt. Okay.